Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute mache ich mal das deutsche Sprachquiz auf Quizduell. Mal schauen, wie ich da so abschneide. Und somit los geht's mit Runde 1. Die ersten drei Fragen. Welcher deutsche Dialekt landet regelmäßig auf dem letzten Platz in Beliebtheitsranking? Sächsisch, Ostfriesisch, Berliner Dialekt oder Bayerisch? Also erstens ist Bayerisch falsch geschrieben, aber ich denke Sächsisch ist es und das ist richtig. Also gleich mal ein Rechtschreibfehler drin hier. Bayerisch schreibt nämlich mit Y und mit E. Welcher der folgenden Begriffe ist nicht synonym zu arbeiten? Schuften, ackern, schnabulieren oder malochen? Ganz klar schnabulieren. Wussten auch 94%. Der Codex Argentus ist eines der ältesten germanischen Schriftstücke. Was enthält er? Staatsurkunde Köln, Siegfriedssage, germanische Mythologie oder Teile der vier Evangelien? Da habe ich jetzt keine Ahnung. Ich nehme einfach mal germanische Mythologie. Das haben die meisten auch genommen, aber es waren tatsächlich Teile der vier Evangelien, okay? Weiter geht es mit Runde 2. Wer oder was ist der Schneekönig in der Redewendung sich freuen wie ein Schneekönig? Wetterphänomen, Märchenfigur, Tagelöhner oder Singvogel? Da habe ich auch keine Ahnung, ich gehe auf den Singvogel. Das ist richtig sogar. 34% war aber geraten. Welcher Artikel findet vor deutschen Hauptwörtern am häufigsten Anwendung? Der, das, die oder alle gleich häufig? Das schon mal nicht. Entweder die oder der. Ich tippe auf der und es ist die, ja. Eines von beiden. Okay, weiter geht's. Von wem wurden Begriffe wie Sündenbock, Kleingläubig und Friedfertig geprägt? Johannes Gutenberg, Konrad Duden, Martin Luther oder Wolfgang Goethe? Tippe ich auf Goethe und das ist natürlich falsch. Es war natürlich Martin Luther. Team Deutschland ist aber heute auch noch nicht on fire. Es stehen nämlich 3:3. Ja, und die Mehrheit von Deutschland hat auch bisher nur 3 von 6 Fragen richtig beantwortet. Also sieht man schon, dass das Quiz etwas schwieriger ist. Aber ich mache natürlich weiter, Runde 3. Welche der folgenden Sprachen ist nicht germanischen Ursprungs, sondern romanisch? Afrikaans, Schwedisch, Englisch oder Portugiesisch? Da habe ich keine Ahnung. Portugiesisch nehme ich mal und das ist richtig. Ich wusste noch 60%. Was ist ein plattdeutscher Kunkelpott im übertragenen Sinne? Tu nicht gut, Sonnenschein, Zahnarzt oder Klatschmaul? Kunkelpott noch nie gehört. Die anderen 4 Begriffe hier schon, aber... Okay, natürlich hier wieder mal falsch geraten. Klatschmaul wäre richtig gewesen. Welcher Buchstabe tritt in Wörtern der deutschen Sprache am häufigsten auf? T, A, E oder R? Ich glaube, es ist entweder ein A oder ein E. Ich glaube aber E. Ja, das ist richtig. Weil in ziemlich vielen Wörtern sind E's drin. Also in fast jedem Wort ist wirklich ein E drin. Falls das euch schon mal aufgefallen ist. A ist auch sehr häufig, aber ich glaube, E ist am häufigsten und A am zweithäufigsten oder so. Die Hälfte des deutschen Sprachquizzes haben wir also schon hinter uns. 5:6. Bin ich hinten gegen Team Deutschland, aber ist ja ganz normal, dass man da hinten ist. Von welchem Unternehmen leitet sich das Jugendwort Netflixen ab? Netflix, Flixbus, Nepo oder Napster, das ist natürlich Netflix. Hat auch die Mehrheit gesagt. Ich Satz auf einmal Stein. Das kann ich nicht lesen gerade irgendwie. Für was ist dieser Satz ein Beispiel? Mittelhochdeutsch, Jiddisch, Berlinerisch oder Standarddeutsch? Standarddeutsch auf jeden Fall sicher nicht. Ich tippe auf Jiddisch. Das ist Mittelhochdeutsch. Mittelhochdeutsch, das kann ich nicht. Seht ihr auch schon, dass ich es nicht kann. Welche der folgenden Präpositionen kann sowohl Akkusativ als auch Dativ fordern? Aus, in, bei oder durch? Schwierig. Ich tippe auf in. Das ist sogar richtig. War mir gerade ein bisschen unsicher, aber stimmt in, wenn man ein bisschen länger überlegt, weiß man das dann auch.
Team Deutschland hat mehrheitlich gesagt bei, okay, war aber inrichtig. Sieben Fragen richtig beantwortet nach vier Hunden, das ist für meine Begriffe ziemlich ordentlich auf jeden Fall. Es ist nicht überragend, aber es ist ordentlich. Runde 5. Wo spricht man alemannisch? Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen oder Baden-Württemberg? Ich gehe da eher Richtung Norden, also Baden-Württemberg würde ich schon mal ausschließen. Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Ich tippe auf Brandenburg. Das ist dann doch Baden-Württemberg. Das sieht man mal, ich habe da gar keine Ahnung von solchen Dingen. Wie nennt man ein Nomen, das aufgrund seiner Bedeutung nur im Singular stehen kann, zum Beispiel Durst? Singularitum, Singularis, Single oder Singultus? Ich tippe auf Singularis, das ist natürlich falsch, hat aber die Mehrheit von den Deutschen auch genommen. Singulare Tantum wäre richtig gewesen, okay. Wozu wird man aufgefordert, wenn ein Schweizer Los im Maul sorgt? Hinsetzen, anfangen, aufhören, zuhören. Ich kann auch kein Schweizerisch. Deswegen, ich tippe einfach mal auf zuhören. Und es ist sogar richtig. Irgendwie gab es gerade wieder einen kleinen Bug, weil die Frage, die letzte Frage von 105 hat sich ständig wiederholt und auf einmal ist hier die Frage, erste Frage von 106 schon beantwortet, aber ich habe die noch gar nicht beantwortet. Jetzt wir mal synchronisieren, mal schauen, was passiert. Ein Quizduell wieder. Okay, ich kann jetzt nur noch die letzten zwei Fragen spielen, aber die Frage habe ich sicher nicht beantwortet. Welchen Namen trägt der Storch in deutschsprachigen Tierfabeln? Also meistens Lampe hätte das sich ausgeschlagen. Aber sonst keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich zwischen Abeda und Isekrim so geschwankt. Mal schauen auf jeden Fall. Es ist natürlich ärgerlich, wenn Quizduell hier wieder so ein Bug reinhaut. Wie lautet der Imperativ von legen? Leck, lag, legen, lieg. Auch legen, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich falsch, es ist leg. Aus welchem Bereich stammt der Ausdruck jemanden den Laufpass geben? Leichtathletik, Gastronomie, Handwerk oder Militärwesen? Boah, schwierig. Ich tippe aber aufs Handwerk sogar. Das ist natürlich das Militärwesen, das ist natürlich immer falsch, was ich hier tippe, also. Aber naja. Somit habe ich nur 8 von 18 Fragen richtig beantwortet. Mein Ziel ist es eigentlich immer 9 von 18 richtig zu beantworten, also die Hälfte. Das finde ich ziemlich gut, die Hälfte, aber 8 Fragen kann man mit leben, würde ich sagen. Aber ich hätte natürlich schon die 9. noch richtig beantwortet, die erste Frage von 106, wenn Quizduell ja nicht so gesponnen hätte dann noch, aber naja. Ich würde sagen, das war's für dieses Video und bis zum nächsten Mal und ciao.